Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Dytek. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir haben uns ja in der letzten Folge, haben wir uns ja darüber unterhalten, dass ich zunächst einmal ein ME-System zusammengecraftet habe, damit ich halt ein besseres Lagersystem habe. Ich möchte euch jetzt einmal den nächsten Schritt von mir einmal aufzeigen, was ich als nächstes gemacht habe, nachdem ich das Lagersystem hatte. Dann habe ich mir überlegt, okay, gut, ich habe jetzt ein Lagersystem, das ist schon mal gut. Erleichtert mir das Craften total und allgemein, das ist super geil. Als nächstes brauche ich auf jeden Fall eine Erzproduktion. Da hat sich angeboten die Ore Laser Base von Industrial Foregoing. Die Ore Laser Base wird hergestellt aus zwei Plastik, zwei Eisenerz, zwei Diamond Gears, einmal Redstone Dust, einmal Advanced Mesh and Frame und einmal einer Diamond Pickaxe. Okay. Und um diese Ore Laser Base zu betreiben, brauchen wir sogenannte Laser Drills. Die Laser Drill selber wiederum wird hergestellt aus zwei Plastik, einmal Diamond Gear, zwei Pistons, zwei Gold Gears, einmal Redstone Dust. Okay, wir gucken mal in unserem ME-System, was wir davon haben. Soweit so gut erstmal alles. Das heißt, die Pistons sind kein Problem. Plastik kriegen wir irgendwie hin. Die Goldzahnräder kriegen wir in der Maschine Multi-Servo-Press eingelegt mit dem Gear Working Die auf jeden Fall auch noch ganz gut hin. Das ist auf jeden Fall auch alles machbar. Also Diamanten, vier Diamanten reinpacken, vier Gold reinpacken, dann kommt ja einmal das Diamond Gear und einmal dann das Gold Gear. Weißt du, das ist kein Ding. Piston ist auch kein größeres Ding ist vielleicht der Simple Mesh and Frame. Dafür brauchen wir Pity Mesh and Frame, Redstone Dust, 4 Blöcke auf Iron und 4x Lock. Einmal rein. Wir nehmen es einmal selber, weil wir es auch entsprechend brauchen werden. Okay. Und was wir dann auf jeden Fall noch gebrauchen, ist einmal Latex und die Dissolution Chamber. Gucken wir uns gleich einmal an. Das heißt, wir haben hier verschiedenste Dissolution Chambers. Ich habe hier schon mal ein bisschen weitergearbeitet und viel weiter gespielt sozusagen. Und wir haben jetzt hier die Dissolution Chamber und wir haben auch ein vorgefertigtes Rezept. Wir gucken einmal hier rein. Wenn ich jetzt hier ein Item reinlege, ich drücke auf Lock, nehme das Item wieder raus, dann seht ihr in der Dissolution Chamber, dass das gleich bleibt. Wenn ich jetzt hier Shift mache, dann geht das automatisch hier rein und hier würde es einfach irgendeinen random Block sozusagen nehmen. Dementsprechend kann man das auch entsprechend schließen. Also wir brauchen auf jeden Fall, um die Simple Mesh and Frame herzustellen, brauchen wir in der Dissolution Chamber diese Items hier. Zweimal Plastik, zweimal Netherbricks, zweimal Iron Ingots, einmal Gold Gear, Platex und die Mesh and Frame. Das hier alles schon mal im Grunde genommen vorbereitet. Zack, 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 zack und Plastik auch noch mit rein. Was ich aber jetzt nicht mehr habe. Okay, ich habe kein Plastik mehr. Okay, dann müssen wir uns einmal Plastik holen. Kein größeres Problem. Und uns einmal Plastik haben wir. Sehr schön. Plastik haben wir. Schön. Und wir geben das einmal hier rein in die Dissolution Chamber. Und dann rennt er auch entsprechend. Was wir natürlich noch benötigen, ist Latex. Hier an der Stelle ist das Latex relativ gefüllt in dem internen Tank der Dissolution Chamber. Wir haben uns Latex ja mitgenommen. Rechtsklick drauf und wir können sehen, dass Latex das ja 1000 Millibuckets. Herweil, wir haben hier einmal schon mal ein Simple Mesh and Frame zusammengecraftet. Haben wir jetzt unseren zweiten, wenn man das halt so möchte. Sehr schön. Okay. Und dementsprechend können wir jetzt die Laser Duel zusammenbauen. Haben wir hier einmal sehr gut. Und da ist sie, die Laser Drill. Sehr gut. So, dann gehen wir mal zu unserer Ore Laser Base. Gehen wir mal hier hin. Und wir sehen, hier sind ganz, ganz viele Laser Duels. Und wir haben hier einmal, das ist jetzt dekorativ im Quarzglas, und darunter steckt die Ore Laser Base an. Wenn wir uns hier unten einmal angucken, wie das Ganze hier entsprechend aussieht und wie das Ganze funktioniert. Das bedeutet, da haben wir einmal die Ore Laser Base, da ist sie. Wir können den Output festlegen, das heißt, es wird direkt nach unten gepusht in die Ender Chest. Da gehen wir einmal gucken. Die Ender Chest selber ist connected mit unserem ME-System. Da gucken wir einmal, die hat denselben Farbkodierungscode hier und das heißt, alle Erze landen direkt über einen Import-Bus in unserem ME-System. Da haben wir unsere alle Erze drin, sehr schön. So, dann haben wir als nächsten Punkt haben wir in der Ore Laser Base, die selber verbraucht keinen Strom auf jeden Fall, also braucht auch in der Formel keinen Strom, was hier nach unten kommt. Gut, da geht es einmal nach unten, sehr schön, da.
Das heißt, da haben wir die Ohrlaser Base und die hat verschiedene Lens drin. Lens, je nachdem, welche Farbe man wählt, zum Beispiel blau ist Sand, Gold ist zum Beispiel Gold, Gold, gelb ist Gold und rot ist dann Redstone oder andere Erze. Erhöht man die Wahrscheinlichkeit für die Generierung eines bestimmten Erzes. Ihr seht hier den Fortschritt, die Fortschrittsleiste und immer dann wird ein Erz entsprechend halt generiert und wird dann halt entsprechend in unsere Ender-Chest hier mit reingepumpt. Und um die Ohr-Laser-Base zu verstärken, brauchen wir einige Laser-Drills. Ich habe jetzt hier noch nicht die finale Aufbaustufe. Wir wollen uns allerdings hier zum Beispiel mal anzeigen lassen, wo diese Laser-Drill hier arbeitet. Guck mal. Ja, wir können uns anzeigen lassen können. Wir sehen, dass da ein orangener Bereich auf jeden Fall ist. Und in diesem Bereich versorgt die... müssen wir hier vielleicht mal wegbauen. Wenn wir den orangenen Bereich sehen, da ist er orange. In dem Bereich versorgt diese Laser Drill dann oder sucht eine... Oder diese Laser Drill sucht dann eine Ohr Laser Base in die... Oder eine Fluid Laser Base. Auch noch als Variante. Naja, auf jeden Fall haben wir das halt entsprechend hier so eingerichtet. Das heißt, wir können einmal machen, dass wir jetzt hier die Ohr Laser Base, die sozusagen on top ist, und wir können einmal eine Ebene darunter, können wir auch noch Laser Drills entsprechend aufstellen. In der Mitte ist dann halt immer noch die Stabilung. Zieht auch tatsächlich nicht besonders viel. Das Ganze wird versorgt hier über einen Flux Point. Und hier gehen gerade mal 1000 FE pro Tick rein, also das ist nicht besonders viel, muss man sagen. Also auf jeden Fall eine ganz, ganz coole Maschine hier, die Ohr Laser Base. Und die Laser Drills können selber noch auf jeden Fall noch mit entsprechenden Upgrades versorgt werden. Und somit erhöht man dann da auf jeden Fall noch die Strom oder beziehungsweise den Stromverbrauch und somit natürlich dann auch die Strom. Nichtsdestotrotz wollen wir mal eine Laser Drill hier aufbauen. Das heißt, wir gucken mal, dass wir die einfach hier mit ransetzen. Wir sehen Target 404 not found. Und jetzt hat er einmal in der Working Area ganz einfach herumgescannt und hat dann auch die Ohr Laser Base oder eine Ohr Laser Base gefunden. Und somit passiert der Rest automatisch. Dann gehen hier diese Bubble Skin dann hier im Grunde genommen weg. Ihr seht das hier. Und die Ohr Laser Base wird beschleunigt sozusagen im ProQuest, sodass ihr schneller entsprechend Erze bekommt. An der Stelle war es das. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.